Das Gesicht hinter dem Kompakt-Magazin. Jürgen Elsässer, Gründer, Chefredakteur. Früher politisch weit links, jetzt weit rechts außen. Afrika den Afrikanern, so wie ich sage, Europa den Europäern und Deutschland den Deutschen. Das Ziel ist der Sturz des Regimes. Heute ist Elsässer in Feierstimmung. Sein rechtsextremes Kompakt-Magazin darf wieder erscheinen. Elsässer auf der Social-Media-Plattform X mit fragwürdigen Vergleichen. Kompakt siegt über Fäser. Die Demokratie siegt über die Diktatur. Der Gerichtsbeschluss ist aber nur eine Art Zwischenschritt. Das endgültige Urteil steht noch aus. Es kann Jahre dauern, bis es fällt. Deswegen die Eilentscheidung, zunächst im Zweifel für den Kläger, Kompakt. Weil das Gericht derzeit nicht abschließend einschätzen kann, ob die Pressefreiheit vorliegend überwiegt. Es hat zwar festgestellt, dass in dem Magazin Beiträge enthalten sind, die kämpferisch gegen die demokratisch-freiheitliche Grundordnung gerichtet sind. Aber es konnte noch nicht abschließend beurteilen, inwieweit das ganze Magazin als solches prägt. Mitte Juli hatte das Bundesinnenministerium das Verbot verfügt. Der Grund, das Magazin sei ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Impfdiktator, Asylbombe, Patriot Putin, nur einige Kompaktschlagzeilen. Politisch ist das Blatt stets eng an der Seite der AfD. Die feiert die Gerichtsentscheidung nun als Sieg für die Pressefreiheit. Ein Beschluss pro Pressefreiheit, so bewertet es auch der Deutsche Journalistenverband, setzt allerdings ein Aber nach. Es feiern jetzt die Falschen, aber gleichzeitig zeigt es auch, wie stark dieser Staat ist, dass es eben auch Gegnern dieser Demokratie erlaubt ist, ihre Meinung zu äußern. Aber das hätte sitzen müssen, wenn man zu einem solch scharfen Schwert greift. Ein Seitenhieb gegen die Bundesinnenministerin. Für sie ist die Gerichtsentscheidung ein herber Rückschlag. Faeser äußert sich heute nicht. Aus dem Ministerium nur so viel, es bleibe beim Vorhaben, Kompakt zu verbieten. Bei der FDP gab es von Beginn an Zweifel, ob das Verbot verhältnismäßig ist. Nun die Gelegenheit, noch einmal nachzulegen. Wenn man ein solches Verbot machen will, dann muss man es gut vorbereiten. Hier steht nun der Verdacht im Raum, dass die Vorbereitung nicht ordentlich erfolgt ist. Und das ist ein Versäumnis des Bundesinnenministeriums. Auch die Union sieht Faeser in der Verantwortung. Die Signalwirkung sei verheerend. Für diejenigen, die nicht so genau hinschauen, könnte der Eindruck entstehen, dass das, was Kompakt macht, in Ordnung ist. Und dabei hat das Gericht ja sehr klar darauf hingewiesen, dass viele Artikel die Menschenwürde verletzen. Der Telegram-Kanal von Kompakt ist schon wieder online. Und für morgen Abend hat Elsässer eine große Feier bei der AfD in Sachsen angekündigt.